Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volksholm Second Edition Version 1.5.1. So, und wir haben hier das Fahrsilo leer gemacht. Wunderbar, das hat auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. So, hängen wir einmal ab und den Traktor brauchen wir im Moment erstmal nicht mehr. Auch die Anzeige brauchen wir erstmal nicht mehr. So, und dann einmal hier reinspringen. Und das letzte bisschen hier an Silage noch ins Lager fahren. So, auch wenn es manchmal ein bisschen knapp mit dem Fahren ist. Hier hatten wir ja voll. Ja. Da würde jetzt ein bisschen Stroh und ein bisschen Gras noch fehlen. Und oh, Stroh haben wir definitiv auch nicht viel im Lager. Da sollten wir also definitiv ein bisschen Stroh diesmal abwerfen. Und ja, dann werden wir das Ganze mal mit Cosplay machen. Das Ernten und werden dabei dann eben schauen, dass wir den gleichen Kurs dann zum Einsammeln nehmen. Jetzt überlege ich gerade, wir haben doch auch Rüben oder nicht? Ne, Rüben haben wir keine. Also ich kann jetzt auch sonst nichts, ne, nichts anderes ernten. Dass ich den Hänger jetzt im Moment erstmal noch bräuchte, dann stellen wir den weg. Beziehungsweise ich könnte natürlich mit dem Anhänger auch Touren machen zur Kompostanlage. Ja, würde ich sagen, machen wir das mal. Schauen mal. Ich weiß gerade gar nicht, haben wir überhaupt was in der Kompostanlage drin? Falls ja, können wir es eben jetzt holen. Und ja, sehen also auch wirklich, der Drescher hier ist an dem Feld dann doch auch ein paar Minütchen beschäftigt. Das ist ja jetzt doch ein nicht ganz so kleines Feld, dadurch, dass wir da eben die zwei zusammengelegt hatten. Ja, er hat ein kleines bisschen Mais stehen lassen. Passiert. So, und ja, ich möchte mich auf jeden Fall auch mal ganz recht herzlich bedanken. Es ist also wirklich Wahnsinn, die Anzahl der Abonnenten hier auf dem YouTube-Kanal steigt schneller, als ich gucken kann. Inzwischen schon über 400 Abonnenten. Wow. So, und hier haben wir nichts drin. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dann würde ich aber sagen, wir haben hier über 62.000 Liter Mist auf dem Hof. Verteilt auf die einzelnen Tierställe. Und dann würde ich doch mal sagen, dann laden wir jetzt mal ordentlich Mist und fahren das in die Kompostanlage rein. Allerdings, ich weiß noch nicht, möchte ich das mit dem Anhänger machen? Ich glaube, ich möchte den Anhänger dann nicht rückwärts hochquälen. Was dann doch eher wieder heißen würde, noch verschieben, vertagen. Weil der andere ist ja gerade für die Ernte. Also nach der Ernte können wir dann mal den Mist in die Kompostanlage fahren. Und ja, ich habe mir so überlegt, zu 500 Abonnenten vielleicht dann doch auch mal wieder ein kleines Special zu machen. Und hier hatte ich mir überlegt, wie wäre es denn mit einem Frage-Antwort-Spiel? Ihr fragt mich einfach Fragen mit
Ja, wie kann man das sagen? Ihr fragt mich Fragen und sagt halt einfach dazu, dass das für dieses 500 Abonnenten-Special ist, damit ich das eben auch nicht schon vorher beantworte, sondern die Frage mir für da natürlich dann aufhebe. Und dann würde ich eben bei 500 Abonnenten ein Video machen, bei dem ich dann eure Fragen beantworte. Ob das nun wirklich alle Fragen sein werden, die ich beantworte, oder ob da vielleicht doch auch ein oder mehrere dabei sind, die ich nicht beantworten möchte, weil sie vielleicht dann zu privat sind oder aus anderen Gründen, das müsste man dann eben mal sehen. Aber das wäre mal so eine Idee jetzt, die mir gerade spontan durch den Kopf geht. Und ja, bin mal gespannt, ob da Fragen kommen und dann eben auch genügend Fragen kommen, dass sich da wirklich auch lohnen würde, ein Video zu machen. So, dann hier einmal Milch abnehmen. Uppala, das war keine Absicht. Das war nur mal wieder die falsche Lenkradtaste. So. Sehen wir schön den Schlauch, über dem befüllt wird. Wobei eigentlich, denke ich, können wir in der Innenansicht fahren. So, und Wahnsinn. Da ist schon wieder ein Anhänger mit Körnermais voll. Also da, Körnermais, kommt jetzt doch ein bisschen was zusammen. Da können wir uns also schon freuen, wenn dort mal die nächste Nachfrage dann kommt. Generell füllen sich so langsam unsere Lager, sodass wir da eben, ja, bei den großen Nachfragen dann schon wieder ein bisschen Geld reinbekommen können. Brauchen wir aber natürlich ja auch, denn wir haben ja diesen, ja, nicht gerade kleinen Kredit aufgenommen. Und der muss natürlich auch abbezahlt werden, denn da kommen auch enorme Kreditzinsen zusammen, die wir zahlen müssen. Und das ist natürlich auf Dauer nicht Ziel und Zweck, dass wir unser Geld für Zinsen rausschmeißen. Das heißt, der Kredit muss weg, um hier wieder zinsfrei das Geld einsetzen zu können. Wir können auch mal schauen, wir haben also am letzten Spieltag 30.238 Euro nur an Kreditzinsen bezahlt. Das ist natürlich schon der Hammer und da sieht man also, das sind 30.000, die wir auch hätten durchaus anders einsetzen können, wenn wir eben nicht den Kredit hätten. Und damit wir da eben immer und immer weniger Zinsen haben, müssen wir eben schauen, dass wir möglichst schnell immer mehr abbezahlen. Vielleicht schaffen wir es ja auch in diesem Spieltag noch, schon wenigstens auf 1 Million runterzukommen, dass wir also diese ganzen den Betrag 160.000, wenn ich es eben richtig gesehen habe, dann noch loswerden. Und ja, wenn wir dann eben angenommen jeden Spieltag es schaffen würden, so 50 bis 100.000 loszuwerden, wäre wirklich schon mal gut und dann eben irgendwann große Nachfrage, dann natürlich auch mal richtig ordentlich auf einen Schlag loswerden. So, komm, quäl dich mal ein bisschen schneller hier hoch. So, der Drescher ist blockiert, weil er voll ist und auf den Taurus wartet. Der ist mit 10 km/h unterwegs, dann wird er wohl schon in Nähe des Dreschers sein, oder nicht? Ja doch, er fährt schon zum Drescher.
Also kann das dort gleich weitergehen und dann ist das Feld ja auch bald schon fertig. Derweil nehmen wir uns hier die nächste Milch und ja, da können wir also natürlich auch schon mal einen guten Schlag an Milch wieder loswerden. Schauen mal in den Kredit, ja, 160 waren's, also machen wir 60 schon mal wieder weg. Dann haben wir schon wieder einen runden Betrag mit 1.100.000. Und ja, da arbeiten wir natürlich mit Hochdruck dran. Und ich denke mal, das wird auch gut gehen. Da werden wir noch vor Folge 200 habe ich vor, den Kredit definitiv komplett genullt wieder zu haben. Und dann ohne Kredit auch mir weitere Fahrzeuge leisten zu können. Wir haben ja jetzt einige große Geräte schon, was natürlich noch fehlt. Klar, irgendwann wollen wir auch mal Kartoffeln machen. Da haben wir wirklich noch gar nichts für. Und ja, bei den Rüben ist natürlich noch nicht so optimal mit der Gerätschaft, die wir haben. Aber es war natürlich immerhin besser, sich die Gerätschaft schon mal zu holen, als wenn wir gar nichts hätten. Ach so, was sich beim Beta-Patch 2 auch wieder geändert hat, die Fahrzeuge rollen doch wieder ein bisschen anders aus. Ich hatte mich ja beschwert, dass man nur noch vom Gas gehen brauchte und hat kurz auf das Bremspedal geschaut. Es ist also noch nicht mal berührt und das Fahrzeug ist schon stehen geblieben und das ist jetzt doch auch wieder ein bisschen anders. Es rollt wieder ein bisschen länger und gefällt mir damit auch wieder definitiv besser. So, Milch 55.000, also da gehen noch ein paar Anhängerchens weg. Ja, wir wollen aber natürlich jetzt nicht nur durchgehend Milch verkaufen. Allerdings, das können wir natürlich auch nicht mit Cosplay machen. Der kommt mit den Triggern nicht zurecht. Da wäre natürlich jetzt auf der einen Seite die Überlegung, das Schild wieder abzureißen und hier und da mal Milch über einen Anhänger zu verkaufen, aber hauptsächlich die Milch eben per Mitternacht Underground Pipeline abpumpen zu lassen, denn wir wissen ja, leider Gottes fährt kein Milchlaster mehr. Der wurde abgeschafft. Schade, schade. Ich fand das also immer ganz nett, dass da so ein Laster ankommt, zweimal am Tag und die Milch abholt. Aber ja, inzwischen hat man sich eigentlich auch dran gewöhnt, muss ich sagen, die Milch dann doch eben wirklich selber wegzufahren. Kann aber verstehen, dass es für den einen oder anderen im Let's Play dann vielleicht doch ein bisschen zu langweilig ist. Andererseits müssten wir uns jetzt die Alternative anschauen. Was könnten wir machen? Wir haben nur einen Drescher, den könnten wir selber fahren. Ja, dann hätten wir aber ein Fahrzeug weniger zeitgleich im Einsatz, wäre also eigentlich ja auch wiederum nicht ganz so effektiv. So haben wir eben drei Fahrzeuge gleichzeitig, die was machen. Und ja, ansonsten, wir könnten Feld 32 schon bearbeiten, sprich da könnten wir düngen und säen drauf. So, Feld 27 wird ja gerade, da kommt dann als nächstes Hafer drauf. Also hier habe ich gesagt, Rüben und Kartoffeln überspringe ich jetzt erstmal. Einfach aus dem Grund, weil wir da eben ja nicht so die tollen Geräte haben. Also Kartoffeln ja gar keine und Rüben ist ja nicht wirklich so optimal, dann wollte das ja dann auch mit Cosplay und so weiter nicht so gehen, nicht so richtig funktionieren und deswegen denke ich da eben, dass ich die Geräte vermutlich sogar schon wieder verkaufen werde und wir dann eben Rüben wirklich auf den großen Vollroder sparen werden. Der ist arbeitsbreitetechnisch gar nicht
so viel besser. Aber bei dem funktioniert das mit dem Abtanken wesentlich einfacher. Da kommt Cosplay mit zurecht. Wo ich jetzt auch noch nicht weiß, inwieweit Cosplay mit zurechtkommt. Ich weiß, beim 13er hatte Cosplay teilweise Probleme, war mit dem Vollernter für die Kartoffeln, da dort ja eben zur anderen Seite abgetankt wird. Aber da bin ich dann eben meistens hingegangen und habe dann eben gesagt, okay, kein kombiniertes Abladen, sondern ein einfacher Abladekurs. Er wartet also dort an seinem Startpunkt und ich fahre dann mit dem Roder dorthin und tanke dann dort ein. Heute werden wir jedoch nichts mehr tanken. Die Folge ist schon wieder zu Ende. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, ciao.